Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir haben jetzt Tag, weiß nicht, 4 oder 5 unserer US-Ostküstentour. Wir sind ja hier gestern in Frackville angekommen auf dem Weg zum Knoebels oder Knoebels Park. Wir haben ganz gut geschlafen, Hotel war echt in Ordnung, die Zimmer waren sauber, alles gut. Jetzt geht es erstmal weiter, wir müssen nochmal einkaufen gehen, frühstücken. Hier gab es nämlich kein Frühstück. Und dann weiterfahren auf dem Weg jetzt. Wir fahren noch ungefähr so 50 Minuten bis zum Park. Haben wir noch so einen kleinen Geysir, den wir uns anschauen wollen. Den hatten wir bei Google Maps noch gesehen, soll ganz nett sein. Und dann fahren wir aber durch bis zum Freizeitpark und melden uns wieder von dort. Gerade bei dem Big Mine Run Geysir, da ist er. Bei dem Wort Big haben wir uns irgendwie was anderes vorgestellt. Wir sind nämlich beim ersten Mal dran vorbeigefahren. Hier gibt es auch kein Schild oder sowas. Genau, aber da ist er. Und der ist hier in dem wunderschönen Ashland. Alles ist grün hier mit Vegetation. Wir sind tatsächlich einmal dran vorbeigefahren, aber wir haben ihn jetzt gefunden. Es lag sowieso auf dem Weg, also es war kein extra Umweg. War kein Umweg, also können wir uns den auch mal anschauen. Er ist wohl so ein natürlicher Geysir, der hier rauskommt, aber ja, muss man nicht extra herfahren für. Es gibt auch kein Schild oder so. Nein, ist kein Schild vorhanden.
Da ist er noch im Hintergrund zu sehen, der Geysir. Jetzt werden wir aber direkt weiterfahren. Länger als 2 Minuten muss man sich den nicht angucken. Wir fahren jetzt weiter nach Knörbels oder Knoebels. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wie es genau heißt. Und vorher erstmal in Walmart. Und ja, genau, bis gleich. Donuts.